mich sehr, heute sprechen zu können an diesem Abend und Ihnen ein paar Inputs zu geben. Vielen Dank an die Vorredner und Vorrednerinnen. Ich möchte gleich in die Thematik einsteigen und Ihnen die Themen vortragen. Nur kurz noch, ich bin selber tätig an der Uni Bern, also bin einerseits Forscher im Bereich Open Source Technologien, Open Data Development. Und andererseits mache ich Beratung und Lehre in diesem Bereich. Wir haben jetzt eine neue Forschungsstelle gegründet, die nennt sich Digitale Nachhaltigkeit, was für ein Zufall. Und die ist in dem Sinne eben in diesen verschiedenen Bereichen tätig, Nachhaltigkeit in der digitalen Welt. Dazu aber, das wäre eine ganz andere Diskussion nochmal, was bedeutet digitale Nachhaltigkeit? Heute jetzt das Konkrete, digitale Nachhaltigkeit in der Schule. Gut. Als erstes starte ich mit einem etwas unkonventionellen Thema. Ich will Ihnen nicht einfach die Vorteile predigen, weil die Vorteile, erstens kennen Sie sie wahrscheinlich schon und andererseits, wie soll der Prophet über die Vorteile, was auch immer, erzählen. Ich möchte mal ein bisschen über die Nachteile von Open Source reden und zeigen, dass es vielleicht nicht nur alles unlösbare Probleme sind. Open Source heute in der Schweizer Schule, da eine kurze Reflexion über die Umfrageergebnisse, die wir da erhalten haben von Ihnen. Danach ein Beispiel von Crowdfunding. Das ist so ein Beispiel von einem quasi ein Proof of Concept, dass es wirklich funktioniert. Open Source ist mehr als nur einfach ein Programm runterladen und installieren, sondern Open Source kann man auch gemeinsam weiterentwickeln. Und daher dieses Crowdfunding-Projekt. Einige Maßnahmen, Möglichkeiten, nächste Schritte und dann noch weitere Informationen. Das wäre das Programm. Zeitlich werde ich mich beeilen. Sie haben auf Ihren Plätzen eine Studie gekriegt, Open Source Studie Schweiz 2012. Falls Sie keine haben, können Sie sich bei den Nachbarn bedienen, das hat dann noch mehr. Das hat sicher genügend zu dieser Studie. Ich habe Ihnen auch noch einige weitere Dokumente beigelegt, weil es noch interessant ist. Eine Open Source Broschüre von Ernst & Young. Ich habe 3 Jahre bei Ernst & Young als IT-Berater gearbeitet. Wir kennen uns in der Corporate-Welt. Das ist spannend, einfach um die fachlichen Inhalte zu kriegen und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bin im Vorstand sehr open, Swiss Open Systems User Group und da auch ein Jahresbericht, wo Sie ein bisschen Einblick haben, was der Verein Swiss Open Systems User Group so macht. Gut, diese Studie 2012 haben wir in dem Sinne vor anderthalb Jahren schon durchgeführt. Die werden alle 3 Jahre führen wir durch. Mit dem Swiss ICT, das ist der größte ICT-Verband in der Schweiz, wo alle so ICT-Nutzer vernetzt sind. Und da hat man eine sehr gute Population an Adressen, weil da kann man eigentlich sehr, ungefiltert, sehr viele CIOs und IT-Manager von Firmen und Behörden und so weiter befragen. Und das gab dann eine relativ gute Rücklaufquote von 800 Teilnehmern, die gefragt haben, haben 200 geantwortet. Und das eben auch, ich finde, so quasi in Kaderfunktion, was Entscheidungsträger in ICT denken. Und das ist diese Resultate. Und das gibt ganz viele spannende Erkenntnisse in dieser Studie. Die können Sie sich dann beim Einfahren lesen oder wenn es Ihnen langweilig wird bei meinem Vortrag. Was einfach eines der Fazite ist sicher mal, Open Source ist überall. Wenn Sie schauen, wenn quasi 100% der Organisation über 500 Personen haben, Open Source irgendwo im Einsatz und auch die Kleinen haben fast überall Open Source Software im Einsatz. Einfach nur, dass man sich mal bewusst wird, auch wenn die Visibilität teilweise nicht so groß ist von Open Source Lösungen, das ist trotzdem fast überall. Nun jetzt eben wie gesagt, Nachteile, also die Vorteile sind auch nicht, das meine ich nur Nachteile. Die Nachteile, haben wir gefragt, ja, wieso wird da nicht mehr Open Source genutzt, weil Open Source ja gratis, Open Source kann jeder mitmachen, hat über 500.000 Open Source Projekte heutzutage und wieso wird es nicht mehr gebraucht? Und das wäre das Spannende, dann eben zu schauen, ja, was müsste man tun, dass es mehr gebraucht wird? Und das ist so, sozusagen das Ranking, wo man was wir da gefragt haben, warum nicht? Und jetzt ist einfach nur die Nachteile aufzuzählen, ein bisschen langweilig. Ich habe versucht, zu jedem Nachteil auch eine Lösung anzubieten. Und zwar, einerseits, Number One, auch aus der Verwaltung besonders, ist die Haftungsfrage.
die Haftungsfrage, weil Open Source weiß man nicht genau, welche Firma ist niemand gut zu bleiben oder wen kann man beschuldigen, wenn etwas schief geht. Und da haben viele Leute immer ein bisschen Angst. Wenn ich als Entscheidungsträger Open Source einführe, hänge ich letztlich, wenn etwas schief geht. Also das Norman has been fired for buying Microsoft. Also wenn man einen Standard kauft, kann man sicher sein, dass man nichts falsch macht. Aber wenn man einfach etwas falsch macht, dann kann man sagen, man hat einen Standard genommen und deshalb ist nicht so schlimm, wenn es schief geht. Wenn man etwas Neues macht und dann geht es schief, beziehungsweise dann geht es gut, dann sagt immer was. Und wenn es noch schief geht, dann sagen alle, ja, das ist selber schon, das ist ein komisches Zeug nehmen müssen. Genau, also die Haftungsfrage ist entscheidend. Da gibt es einen relativ simplen Ansatz und das wiederum erklärt in ganz wenigen Worten das Geschäftsmodell von Open Source Firmen. Open Source ist ja gratis, Sie können es runterladen, verwenden. Da hindert sich niemand daran, wieso sollte es da Geld ausgeben? Geld ausgeben tun sie eigentlich vor allem dann, wenn sie jemanden haftbar oder jemanden Gewährleistung kriegen wollen, eben sogenannte Service Level Agreements, irgendwelche Subscriptions, irgendwelche Dienstleistungen, Wartungsverträge, Support. Das ist da, wenn man dann genau einerseits sagen muss, Open Source ist nicht gratis, wenn man es professionell macht, das ist es gar nicht gratis. Andererseits eben kann man eben durch diese Geschäftsmodelle seine Haftung auch wieder abwälzen in dem Sinne und kann eben sagen, jetzt ist eine Firma Red Hat oder wir hören heute von der 3DSI Group, was sie macht, es sind dann andere Firmen quasi verantwortlich. Zweite Kritik von Open Source, dass es mangelhaften Support gibt, also dass man eigentlich auf sich alleine gestellt ist, man ist alleine und muss sich das Linux runterladen und installieren und wenn es dann nicht geht, hat man keine Chance. Das ist so einer der Ursprünge, wieso wir schon vor mehreren Jahren das sogenannte Open Source Directory gestartet haben. Und das haben wir jetzt seit anderthalb Jahren sehr intensiviert. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir nächstes Jahr die Umfrage nochmal zu machen, hoffe ich natürlich, dass es ein bisschen weitergehen kommt, diese Nachteile. Das Open Source Directory ist eine tolle Sache. Da haben sich etwa 180 Firmen aus der Schweiz, Deutschland registriert, also vor allem in der Schweiz. Und die bieten Services an für ganz bestimmte Open Source Produkte. Und da gibt es über 300 quasi registrierte Open Source Produkte. Und wenn Sie jetzt eben jemanden suchen, der Ihnen Support für LibreOffice, OpenOffice gibt oder GIMP und so weiter, können Sie auch Open Source Directory. Und Sie können noch mehr machen, Sie können auch nachschauen, wer hat schon welches Projekt mit Open Source Tools umgesetzt. Und da kann man schauen, eben, keine Ahnung, Educa braucht, glaube ich, Drupal als CMS und dann kann man schauen, Educa ist beispielsweise während als Drupal-Nutzer eingetragen von einer bestimmten Firma und so. Und da schauen wir eben auch, ob es auch eine Möglichkeit gibt, auf diesem Open Source Directory noch mehr auch diese Bildungssoftware kennenzuzeichnen und ausfiltern zu lassen. Der dritte Nachteil, mangelnde Benutzerakzeptanz, das ist sicher ein wichtiger Kritikpunkt, da schreckt keine Geist weg, dass da manchmal Open Source Tools im Umlauf sind, die nicht so benutzerfreundlich sind. Da ist es einerseits wichtig, Sensibilisierung und Überzeugung zu machen, weil wenn wir nachher gleich sehen, Open Source ist, oder generell Software ist ein sehr emotionelles Thema, auch wenn man sich in der Informatik immer das Gefühl hat, da werden rationale Entscheidungen getroffen, dem ist gar nicht so. Also Software, IT generell ist sehr ein soll ich sagen, hat nicht so ein scharfes Business, wo man einfach sagt, der CIO von einem Unternehmen oder so, der weiß genau, mit dieser Plattform kann ich diese Funktionalität umsetzen. Oder wird einfach mal überlegt, ja, was könnte ich da für Tools nehmen und schaut mal, was die Konkurrenten haben, dann wird es aber nicht so falsch sein. Also da wird sehr viel auch Unwissen, in dem Sinne Halbwissen, kursiert darum. Und deshalb ist es wichtig, Sensibilisierung zu tun. Und Marketing ist auch ganz wichtig, dass man das kommunizieren kann, was ist überhaupt Open Source. Mangels internes Know-how ist ein kritischer Punkt. Wenn Sie natürlich alles Microsoft zertifiziert oder Oracle zertifiziert oder was auch immer Entwickler haben oder in den Schulen beispielsweise Leute, die sich halt in Anführungszeichen nur mit Apple auskennen, dann ist es eine Herausforderung, plötzlich mit einem anderen System zu kommen.
Und da ist es auch wiederum wichtig, Weiterbildungen durchzuführen, gewisse Strategien zu entwickeln, dass man bei Anstellungsprofilen eben schon darauf hinweisen möchte, anderes Wissen auch reinholen in die Unternehmung, in die Organisation, Kompetenzstelle bilden, man kann Pilotprojekte starten, selber fahren und sagen. Wenn Funktionalitäten gemeinsam finanziert, kann man auch die Weiterentwicklung von Open Source, das werden wir dann später noch sehen. Unsicherheit bei den Lizenzen gibt es auch. Da kann ich euch empfehlen, sich mal das ein bisschen anzuschauen. Das ist letztlich nicht Rocket Science, also das sind einfach rund 70 Open Source Lizenzen, die es gibt, aber eigentlich sind es viel weniger, die wirklich relevant sind. In dieser Broschüre gibt es ein schönes Kapitel, das wir mit dem Legal von letztes Jahr gemacht haben. Das ist jetzt einmal Überblick, das sind also die wichtigsten Lizenzen und das ist alles nicht so kompliziert, wie es vielleicht auf den ersten Anschein aussieht. Dann, bei Fragen kann man sich auch jederzeit an diese verschiedenen Organisationen, an mich oder doch sehr offen gewählt werden. Es gibt Migrationsherausforderungen, das ist klar, wenn man jetzt beispielsweise etwas wechseln will, das ist ein Risiko und so weiter. Aber auch hier wiederum die Empfehlung, mit professionellen IT-Dienstleistern zusammenzuarbeiten, mit Experten, sich quasi ein bisschen informieren im Vorfeld, dann kommt das gut. Es gibt verschiedene erfolgreiche Beispiele, es gibt auch nicht erfolgreiche Beispiele, muss man sagen. Kanton Solothurn weiß man eben, das war so ein bisschen ein Schreckgespenst, aber das hat dann eigentlich auch nicht nur unbedingt mit Open Source zu tun, oder? Da gibt es ja auch noch tausend andere Gründe, wie so IT-Projekte scheitern. Schlechtes Image, das wie gerade gesagt, da haben wir echt ein Defizit bei Open Source. Wenn man sich das dann anschaut, was Konzerne ausgeben für die Marketing, das ist nicht massiv, das gebe ich dann einfach mal rein. Die externen Fachkräfte, da denke ich, das kommt langsam, wenn wir je jünger, also die Leute in den Schulen, in den Unis, da ist meine Hoffnung, dass sie sich auch mit den Tools arbeiten, dass es wiederum so diese Rückkopplungseffekt, wo ich wenn Sie natürlich in den Schulen das ein bisschen einspielen können, haben wir in 10, 15 Jahren auch entsprechende Fachkräfte. Und so weiter. Referenzen kann man nachschauen. Es gibt Schulungsangebote, eine große Auswahl auf opensource.ch. Da haben wir aufgrund dieser Umfrageergebnisse sehr viel Aktivismus auch gemacht, um eben diese Informationsdefizite zu verbessern. Sicherheitsbedenken, das denke ich, da haben wir es unterdessen gepunktet. Kann man sehen, wenn einerseits der Verträge mit Microsoft und Apple und so weiter abschließen kann, mit Open Source Communities kann sie das nicht. Also mit Open Source sind sie einfach schon vom Konzept her wesentlich sicherer unterwegs. Es ist transparent, es ist viel schwieriger, dort irgendwelche Backdoors und so weiter reinzubauen. Ja, das wäre so der Einstieg gewesen, nochmal zum Thema Image-Problem Open Source. Da haben sich mal gefragt, was geht denn diese Großkonzerne eigentlich aus? IT ist ein Big Business, das ist ein Innovationstreiber. Ich bin selber Betriebswirtschaft, ich liebe es eigentlich, Geschäfte zu machen. Nichtsdestotrotz muss man nicht bewusst sein, da ist einfach natürlich großes Geld dahinter. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt so eine Grafik, wo man sieht zum Beispiel, wie viel Geld gibt Coca-Cola aus für reines Marketing, also nicht so PR oder so. Da kann man schauen. Die gehen pro Jahr etwa 3 Milliarden aus. Keine Ahnung, ob es jetzt aber stimmt. Nicht viel weniger wie beispielsweise Microsoft aus. Wenn man überlegt, Coca-Cola, ein Riesenbrand, das sieht man überall und so, dann überlegen wir mal, ja, wo kommt das Geld eigentlich her? Und das sind alles börsennotierte Firmen. Apple ist ein bisschen weniger, lustigerweise. Aber wir sehen nachher noch, dass diese Zahlen, das ist auch nur ein Teil des Kuchens, das wäre der Budget. Das Tolle ist, die USA, die haben alles da standardisierte Reportings, da kann man nachschauen, wenn es also börsennotierte Firmen sind, was sind die Finanzzahlen von diesen Firmen. Die wollen ja die Investoren an den Firmen sein. Wenn man jetzt mal schaut, Adobe oder Acrobat, InDesign, Photoshop, Sie kennen es, die geben rund 1,5 Milliarden aus pro Jahr für Sales and Marketing. Also nicht nur Marketing, sondern auch Sales. Das heißt, Verträge abschließen mit Unis, Verträge abschließen mit Schulen und so. Das sind Sales-Leute, das sind ja keine Entwickler. Die geben mehr als doppelt so viel Geld aus für diese Distributionsaktivitäten, als sie in Forschung und Entwicklung investieren. Das einfach mal als erster
Zweites Beispiel bei Apple ist ein bisschen versteckter. Die haben das Selling General und Administrative zusammengefasst. Da sind es rund 70% der Ausgaben, 10 Milliarden geben sie quasi Overhead oder eben Sales und Marketing aus. Und eigentlich nur ein Drittel ist dann wirklich Entwicklung, Forschung und Weiterentwicklung der Produkte. Und die Größen, die können es anders sein, sind Microsoft mit 14 Milliarden US-Dollar für Sales und Marketing. Auch hier wieder fast ein wesentlich größerer Betrag für Sales und Marketing als eigentlich für Forschung und Entwicklung. Und dann, wie gesagt, das geht nicht einfach spurlos an uns vorbei. Ich bin selbst quasi, ja, wir sind alle betroffen von Werbung, Marketing und so weiter. Gut, das einfach nur so ein bisschen als Hintergrundgedanke. Open Source an Schweizer Schulen, da haben sie sehr spannend diese Umfrage ausgefüllt und wir sehen, es hat wirklich positive Resultate gegeben. Eigentlich, das heißt, die meisten sind wirklich interessiert, also positiv eingestellt oder mindestens neutral gegenüber dem Thema Open Source. Und das ist eigentlich eine sehr gute Grundlage, eine gute Ausgangslage für weitere Aktivitäten. Noch ist es relativ gering, die Verbreitung von Open Source. Häufig eben hängt es ab von Einzelpersonen, von Aktivitäten. Es ist noch wenig Strategie dahinter, muss man sagen. Aber es gibt etwas. Man hat schon etwas, auf man darauf aufbauen kann. Standardprogramme werden vor allem eingesetzt mit LibreOffice GIMP, die dies brauchen, und dann eben so Lernmanagementsysteme, CMS. Was noch fast gar nicht oder wenn es mal gar nicht eingesetzt wird, sind die Schul- und Notenverwaltungen. Das ist sehr interessant, da hatte ich vorgestern einen völlig unerwarteten Anruf, kann ich Ihnen erzählen, weil ich habe gefragt, ob ich es erzählen darf. Da hat der Thomas Burki, der ist IT-verantwortlich vom Kanton Solothurn, der hat erzählt, dass, weiß ich, kennt jemand Echo Open? Also, ich bin vom Kanton Zürich. Genau, Kanton Zürich hat man ein bisschen recherchiert, 70.000 User. Wie viel? 70.000. Ja. Also das ist eben die Webseite von Echo Open. Und da eben hat mir der Burki erzählt, die Firma ist sozusagen, nicht bankrott, aber sie hat den Geschäftsbereich abgeschlossen. Das kann man ja als Firma und sagen, das interessiert uns nicht mehr. Und gekündigt, eine Interessensgemeinschaft wurde gegründet und die will nun jetzt diese Schulverwaltungssoftware unter Open Source Lizenzstellung und veröffentlichen. Und das, denke ich, ist schon mal ein spannender, quasi als Beispiel, was passiert, wie entsteht Open Source. Das kann schon sein, dass der Linus Torvalds mal einen Linux-Kernel gehackt hat und dann sich das so aufgebaut hat. Heutzutage Open Source entsteht häufig, indem es besteht für proprietäre Software, Open Source gemacht wird. Oder eben, dass sich gemeinsam die User zusammenschließen und dann etwas Neues bilden. Und das ist jetzt vielleicht so, als, was soll ich sagen, man versucht jetzt quasi ein Produkt, das sich auf dem Markt, das halt kommerziell nicht bewährt hat, weiterzubringen. Man kann schauen, ob sich daraus eine Community bildet und ob sich das irgendwie auf eine digital nachhaltige Basis weiterentwickeln lässt. Aber da kann man als Beispiel so von Open Source entstehen. Gut, dann weiter in der Umfrage. Die ICT-Verantwortlichen sind eigentlich die Kerntreiber von Open Source, hat sich in der Umfrage gezeigt. Meistens kommt es aus der ICT-Ecke und nicht jetzt auch von einem Französischlehrer oder was auch immer. Das heißt, es ist ihre wichtige, zentrale, koordinierende Funktion, wo das Thema weiterbringen kann oder nicht. Und Kosteneinsparung ist ein wesentliches Thema oder ein wesentlicher Grund, Open Source einzusetzen, aber eben auch die speziellen Eigenschaften und pädagogischen Möglichkeiten. Und da denke ich, das ist sicher ein Aspekt, der vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist oder beziehungsweise noch nicht so bekannt ist, in wie kann man Open Source auch als Gesellschaftsmodell anwenden, dass man den Schülerinnen und Schülern zeigen kann, man Wissen nicht nur für sich behalten sollte, sondern kann oder auch freigeben kann, sich unter anderem teilen kann und eben auch zusammen Sachen entwickeln kann. Mit einer Community, nicht nur
der Kassenraum, wir können es ein gutes Übungsfeld, aber vielleicht eben zeigen kann, Open Source ist eine weltweite Community. Und dass das wirklich auch eine gesellschaftliche Lernkomponente hat, da kann man wahrscheinlich einige spannende pädagogische Konzepte auch darauf aufbauen. Hinderungsgründe, auch hier haben wir gefragt, ja, wieso wird nicht mehr Open Source eingesetzt? Relativ deutlich, die überforderten Lehrenden, das denke ich, ist sicher ja, ein wesentlicher Stakeholder in dieser ganzen Geschichte. Das sind die Lehrkräfte, dass die natürlich fit sein müssen auf den Themen. Dass sie nicht Angst haben müssen, wenn sie ein LibreOffice haben oder ein OpenOffice, dass das irgendwie ganz was anderes ist als Microsoft oder ein GIMP ganz was anderes als Photoshop, sondern dass man eben sieht, das sind letztlich Applikationen, die ähnlich funktionieren. Vielleicht nicht überall den gleichen Knopf und so, aber dass man da einfach gewisse Ängste auch wegnimmt. Dass Open Source aber auch nicht thematisiert wird, das finde ich auch immer ein spannendes Ergebnis. Man hat schlichtweg keine Marketing- und Sales-Leute dahinter. Die fehlen prinzipiell, oder sie sind Sales, sie sind Marketing für Open Source, sonst gibt es niemanden. Das ist ganz wichtig. Wenn sie das nicht weitergeben, dann ist es eine tolle Goldader, die aber nicht geschürft wird. Technische Schwierigkeiten, wie gesagt, gibt es auch, das ist keine Frage. Und da wiederum nachher noch ein paar Ideen. Was könnte denn Zukunft tun? Als Ideen, da sieht man eigentlich die wichtigste, also der größte Wunsch ist da unten, eine Liste von empfohlenen Anwendungen oder Anbietern, Firmen, Produkte, wo man sich daran melden kann, wo man spezifisch nochmal einholen kann. Das wäre sicher eine Idee, wenn man da dieses Netzwerk aufbauen kann. Beweisstudien, das wäre natürlich auch spannend, das noch ein bisschen systematischer zu forschen, in dem Sinne zu sagen, ja, jetzt hat jetzt der Kanton Genf, wissen wir, braucht Open Source mit Linux. Und wie funktioniert das? Oder wie aufwendig ist das? Wie teuer ist das? Und dann verglichen mit einer anderen Umgebung, wo eben auf eine proprietäre Plattform geblieben wird. Vielleicht muss man ja auch an Microsoft mal wechseln und gehen. Kontakt mit den Lehrmittelverlagen, das ist sicher auch ein spannender Stakeholder in dieser Geschichte, dass man sagt, ja, in den Schulen braucht es noch gute Materialien, auch Lehrmittel, wo man mit Open Source, wo eben nicht nur über der Microsoft-Logo so rumstehen, sondern dass man eben auch versucht, die Lehrmittelverlage denen zu sagen, mach nicht einfach nur Produktausbildung. Ich hoffe, das ist nicht überall der Fall, aber ich vermute, es ist schon sehr stark, eben die natürlich auch von den Marketing- und Sales-Leuten von den Konzernen angegangen. Also die, ich nehme an, die kriegen Geld, dass sie irgendwelche Lehrmittel erstellen für Photoshop und so weiter. Und das gibt es dann bei GIMP nicht, das Geld liegt dann nicht auf der Straße. Das heißt, die Lehrmittel muss man selber erstellen. Ich habe es jetzt vergessen, aber es gibt ein Buch, das ist schon ziemlich alt, 3-5 Jahre, von einem Lehrer aus Bern. Und der hat einfach ein Buch über GIMP geschrieben. Der hat so GIMP, das ist Photoshop-Alternative, und hat daraus ein Lehrbuch gemacht. Und sicher als ein optimaler Fall, aber eben, dass man das noch systematisch auch bei den Lehrmittelverlagen versucht einzufinden. Dokumentation geht in die gleiche Richtung. Best Practices, Referenzperson, dass man da auch diesen Informationsaustausch hat, eben so wie heute. Das ist zentral, dass man Tagungen, Weiterbildungen organisiert, die Sachen auch koordiniert in der Weiterentwicklung, und dazu möchte ich jetzt kommen. Die Weiterentwicklung von Open Source kann einerseits so passieren, dass Sie als einzelne Kanton, als einzelne Firma oder wer auch immer eine Anforderung definiert und einen Open Source Dienstleister beauftragen, das umzusetzen. Das hat aber ein bisschen in dem Sinn die Herausforderung, Sie geben viel Geld aus, und alle anderen profitieren, wenn man es ja als plakativ sagen will. Heißt ja nicht, dass sie weniger profitieren, weil alle anderen profitieren, das ist das Schöne digital, aber profitieren sie genauso, auch wenn die anderen profitieren. Aber es ist ein bisschen so das Menschliche, man will halt nur das bezahlen, was die anderen nicht kriegen und so weiter. Und darum gibt es dieses Konzept von Crowdfunding. Also man hat eine Gruppe von Leuten, die hat ein ähnliches Interesse, und dann gibt man das Geld quasi in einen Topf und macht sich gemeinsam was draus. Und das ist das Prinzip, was wir auch schon sicher gehört haben, wie man irgendwelche
CDs oder Filme oder Kunstprojekte und so weiter finanziert heutzutage. Und immer mehr kommt es auch bei Open Source Entwicklungen in diese Richtung. Und ein Beispiel kann ich Ihnen da zeigen, was ich selber begleite. Da habe ich seit 2011 haben wir mit dieser Open Source Business Alliance, das ist dann die deutsche, was soll ich sagen, die deutsche CH Open, ein deutscher Open Source Marketingverband, wenn man so sagen darf, das PR-Verband. Und da gibt es eine Working Group, die haben wir ganz politisch korrekt Office Interoperability genannt. Man wird die Interoperabilität der Open Source und der proprietären Office Produkte, sprich Microsoft Office und LibreOffice, OpenOffice, fördern. Weil eben die verschiedenen Institutionen, die Stadt München, die hat 14.000 Arbeitsplätze, wo sie OpenOffice, LibreOffice brauchen, Jena, das Bundesgericht, alle Gerichtsentscheide vom höchsten Gericht werden auf OpenOffice geschrieben. Das ist so schlecht, kann es ja nicht sein. Das Informationssteuerungsorgan und so weiter. Die sind dabei und die haben gezielt eben diese Weiterentwicklung von OpenOffice finanziert. Das ist da, haben wir so eine Methodik entwickelt, wo man verschiedene Phasen hat, wo man das zuerst sich mal die Interessen bündeln muss und danach die Finanzierung sicherstellen muss. Und wenn man es dann hat, dann kann man es umsetzen. Da gehe ich nicht ins Detail. Entscheidend ist, man hat sich da getroffen, schon 2011 eben, und hat dann eben diese Interessen gebündelt, eine Spezifikation gemacht, was diese Spezifikation ausgeschrieben, in den Open Source Markt geworfen sozusagen, hat dann Offerten gekriegt und gemeinsam, und wir haben quasi gesehen, der Preis ist etwa 160.000 Euro und dann hat man gefragt, ja, wer von den Nutzern kann wie viel Geld beitragen. Und haben die einen Kleinbeträge, 5.000 Euro, und wir haben 50.000 Euro gegeben. Das ist dann letztlich jedem selber überlassen, wie viel er wirklich kann, ist ein Topf legen. Daraus hat sich dann das Ganze entwickelt. Die Resultate sind eben wie gesagt Open Source, also jeder kann profitieren. Und das ist eben das Schöne, weil es eben Open Source ist, muss man sich nicht um irgendwelche Lizenzen und diese Verrechnungen und so weiter kümmern, sondern kann es ziemlich schlank halten. Und das nächste Projekt haben wir schon aufgegleist, aber das ist gerade im Oktober. Letzten Jahr ist ein Workshop, wo wir ein Folgeprojekt von Weiterentwicklungen von LibreOffice und OpenOffice machen. Und das ist eben wirklich als Modell, wo man eigentlich auf sämtliche Open Source Produkte übertragen kann, sei es in einem GIMP, wo vielleicht noch ein bisschen noch nicht so perfekt ist wie in Photoshop oder vielleicht ein Scribus, was eine super Alternative zum InDesign ist, aber eben auch noch ein bisschen komplizierte Handhabung. Wenn man da das Geld bündelt von den verschiedenen Stakeholdern und Nutzern, kann man echt große Sachen machen. Die Swisstopo hat das gemacht, die haben rund 100.000 Franken von der Schweizer Swisstopo gegeben und etwa 200.000 Franken haben sie weltweit von anderen Behörden gesammelt und jetzt haben sie mit rund 300.000 Franken eine Bibliothek, eine zentrale so, Visualisierungsbibliothek, Open Layers, komplett neu entwickelt. Das ist das Crowdfunding-Modell, also das Institutionelle, ist eigentlich eher 5 Franken oder 10 Franken. Das sind wirklich große Beträge von verschiedenen wenigen Institutionen, das funktioniert. Okay, ich mache ein bisschen Schnellzug, damit wir den nächsten Vortrag auch genügend Zeit haben. Die Maßnahmen sind in der Umfrage aufgezeigt, also es sind mögliche Maßnahmen, Ideen sozusagen, wie man jetzt weiter vorgehen könnte. Einerseits eben wie gesagt PR, Marketing oder schöner gesagt Information und Sensibilisierung. Das ist sicher eine sehr wichtige Aufgabe, wo man halt irgendwie wahrnehmen muss, weil da gibt es die größten Lücken. Open Source Thema generell halt in der Weiterbildung einfließen lassen, weil wir haben gesehen, die Lehrenden sind ein, also größer gesagt, die Verhinderer. Den Katalog von bewährten Open Source Produkten, Open Source Firmen, Referenzen aufbauen. Da, ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man bestimmte Filtermechanismen in diesen Open Source Directory einbaut und man auf einen Blick dann die relevanten Open Source Plattformen für Bildungsinstitutionen hat. Der Austausch, Wissensaustausch, sind gerade wenn es um die Migration geht, was hat man gelernt, was sind die Best Practices und so weiter. Das ist eine weitere Aktivitätsmöglichkeit, die Sachen zu
Koordinieren, diese Weiterentwicklung, dieses Crowdfunding. Das wäre spannend, dort gemeinsam zu identifizieren, wo gibt es im Bildungsbereich die Notwendigkeit, gewisse Software herzustellen. Wir müssen dann eben das Crowdfunding-Modell aneignen. Man könnte das mal als eigene Open-Source-Distribution machen, weil als Beispiel in Österreich gibt es das, Desktop for Education. Das gibt wirklich einen innovativen Schul-Desktop, wo man basiert auf Open-Source eine ganz komplette Distribution hat. Wir werden nachher noch ein Beispiel hören, was eben auch in diese Richtung geht. Und eben Open-Source-Thema bei Lehrmitteln sicherstellen. Genau. Mein Vorschlag für die nächsten Schritte, aber das können wir heute im Laufe des Tages noch ein bisschen reflektieren und am Schluss noch mal diskutieren, eine Arbeitsgruppe zu bilden und sagen, das sind die Leute, die da weitermachen möchten und dieses Thema bearbeiten wollen, dass wir da auch gemeinsam unterwegs sind, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat für diesen Eintagesanlass heute, dass Sachen priorisiert werden, diese Maßnahmen, und dass man wirklich die Umsetzung dann anpackt. Das wäre so mein Vorschlag. Wie gesagt, ein paar Links, die können sich dann im Vorhinein nochmal anschauen und dann die Referenzrahmen, genau zu dem kommen wir dann später. Super. Tschüss. Muss ich hier lachen? Ja, also wir sind ein bisschen im Zug, wie gesagt. Ich habe eine Frage, die ich habe. Nichtsdestotrotz, ja, nächstes Mal.